Wenn ein junger Mensch sagt, ich möchte verantwortungsbewusst, nachhaltig, anständig ein Vermögen schaffen, was wäre da Ihre Empfehlung an diese jungen Menschen? Dass er zuerst einmal nie und zu keiner Sekunde vergisst, wessen Arbeitskraft ihm zu diesem Vermögen verholfen hat. Zum anderen, welches Produkt und nützliche Produkt, verwendbare Produkt, auch auf längere Zeit verwendbare Produkt, er herstellt, um zu einem solchen Vermögen zu kommen. Hoffentlich nicht eins von diesen Produkten, denen das Verfallsdatum schon eingebaut ist, das wir mehr und mehr haben. Und dass er etwas macht, was auch seinem Talent und seinen Neigungen entspricht. Also nicht mit dem Ziel, etwas anzufangen, damit will ich ein Vermögen schaffen, sondern ist das etwas, was meinem Talent, meinen Veranlagungen entspricht, was lässt sich daraus entwickeln. Wunderbar, wenn sich damit auch noch ein Vermögen erwirtschaften lässt, mit dem ich investieren kann, was Neues machen kann oder auch Stiftungen machen kann, soziale Dinge unterstützen kann, umso besser. Herr Grass, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch.